Freue ich mich, dass wir heute Ihnen die Premiere präsentieren können, nämlich nicht nur die Dressurreiter sind hochinteressant, sondern natürlich auch unser Springsektor. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir zu Gast sind bei einer der attraktivsten, erfolgreichsten, sympathischsten Springreiterinnen, die ich kenne. Ich freue mich, zu Gast sein zu dürfen bei Laura Klapake. Laura, schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, danke für die nette Ansprache. Für Sie, liebe Zuschauer, noch gleich einmal ganz kurz der Hinweis. Nicht nur ich will interessante Fragen stellen an Laura, sondern Sie selber haben auch die Chance, nämlich beim Erfolg-Gewinnspiel. Wenn Sie bei Facebook unten posten Ihre Fragen, die Sie an Laura haben, stellen Sie uns. Ich werde sie gelegentlich dann auch, wenn ich Zeit finde, jetzt noch hier vortragen. Und Sie haben die große Chance, aus dieser riesigen Produktpalette von Effol einen voll prall gefüllten Eimer dann zu gewinnen. Laura, gestern ging es durch die Presse, gestern ging es durch die Medien, dass die Longlist derjenigen benannt wurde, die in ungefähr 4 Wochen, dann geht es nämlich los, nach Tryon dann gehen. Dein Name stand mit da drauf, für uns war es keine große Überraschung, erst recht nach den tollen Ergebnissen, die es vor kurzem dann auch noch in Aachen mit dem Sieg im Nationenpreis gab. Wie ist das für dich, wenn du das zum einen liest und zum einen, wenn so ein Termin einfach auch näher rückt, schläfst du anders, bist du nervöser? Was geht bei dir dann so ein bisschen im Kopf ab? Ja, ich meine, ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass Catch Me und ich, dass wir auf der Liste jetzt standen. Wir hatten, wie du schon gesagt hast, eine tolle Saison. Gut, jetzt hat man es schwarz auf weiß, dass wir auf der Longlist stehen und ja, da bin ich ganz stolz drauf und bin besonders stolz auf Catch Me. Und ja, also ich bin nicht nervös, ich freue mich einfach, dass alles soweit so gut geklappt hat und mich haben am Anfang des Jahres mal viele gefragt, ob die Weltmeisterschaft ein Ziel wäre. Dann habe ich immer gesagt, Ziel nicht, aber ein Traum. Und ich habe immer gesagt, ich plane nicht so weit, ich plane immer Turnier für Turnier. Und dann schauen wir, wo wir am Ende stehen. Ja, und genauso haben wir das dieses Jahr eben gemacht. Jetzt wollen wir auch gar nicht weiter auf Tryon dann eingehen. Wir schauen mal, wie es im Endeffekt wird. Wir gehen nochmal auf Nervosität ein. Ist Nervosität ein Thema für dich? Wenn du gerade irgendwie, wenn man sich das vorstellt, wenn du unten auch in Aachen unten an dem Einritt stehst und dann da reingehst, oder blendest du das komplett aus? Schläfst du schlecht mit Abend? Nee, ich muss sagen, bis jetzt noch nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist Nervosität. Ich würde eher sagen, das ist eine positive Anspannung. Aber ich glaube für mich, ich brauche diese positive Anspannung auch, weil das gibt mir so die letzte Motivation und die letzte Konzentration und dann kann es losgehen. Wenn man eine gewisse Anspannung hat, muss man auch zwischendurch ein bisschen entspannen. Gibt es da so Mechanismen, wo du sagst, Mensch, das brauche ich auch. Liest du oder machst du Yoga, um einfach auch wieder zwischendurch von dieser Anspannung mal wegzukommen? Du hast recht, man sollte sich auch schon mal entspannen, wobei ich sagen muss, ich habe da irgendwie nicht so viel Zeit für. Bei mir ist es eigentlich eher so, wenn ich mal auf dem Turnier Zeit habe, lerne ich viel, weil ich sonst einfach nicht so viel Zeit dafür habe. Aber wenn ich sonst mal zu Hause bin, dann mache ich gern was mit Freunden und so entspanne ich mich dann eben. Jetzt der Termin am 11., das sind eigentlich fast genau in 4 Wochen, dann werden die Pferde verladen und dann wird es für Catch Me dann auch losgehen. Wie sehen jetzt nochmal die nächsten Wochen für Catchy aus? Gibt es denn irgendwie, gibt es einen besonderen Plan? Hat er jetzt wirklich, jetzt muss man ihn auf diesem Niveau so ein bisschen halten? Ist es viel Entspannung oder wie hält man ihn so ein bisschen jetzt in den nächsten Wochen und Tage bei Laune? Catch Me hatte jetzt letztes Wochenende Pause, hat jetzt dieses Wochenende Pause. Dann fahren wir nächste Woche nach Münster zum Turnier der Sieger. Da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Ist immer ein schönes Turnier. Und dann haben wir ehrlich gesagt noch nicht weiter geplant. Dann kommt es drauf an, in welche Richtung es geht. Und ja, Catch Me, wir trainieren natürlich viel Kondition, aber auch so die Balance zwischen glücklich sein. Sie geht jeden Tag auf die Weide und wird viel betätschelt und geputzt. Und das ist eben so, ja, so, dass wir den Mittelweg finden zwischen eben Konditions- und Arbeit quasi und auf der anderen Seite das Glücklichsein. Laura Klapake ist nicht nervös. Die ist, wie du es vorhin sagst, so ein bisschen positiv angespannt. Wie ist das bei Catch Me? Merkt man da, wenn du dann unten, gerade so dieser Aachener Einritt, den hatten wir immer so ein bisschen vor Augen, wie ist Catch Me dann so drauf? Ähnlich wie du oder ist sie vom Naturell anders? Ich muss sagen, als sie jung war oder bis eigentlich auch noch letztes Jahr,
Hat man ihr gar nichts angemerkt. Ich glaube, da hat sie selbst noch gar nicht so realisiert, so, oh, was ist denn jetzt los? Aber so jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, sie merkt schon, oh, jetzt ist wieder was Wichtiges. Vielleicht merkt sie es auch einfach, weil ich ein bisschen angespannter doch im Sattel sitze. Das merkt man ja als Reiter auch gar nicht immer selber. Aber bei ihr ist es positiv. Also sie stresst sich nicht, sie ist so ein bisschen angespannt, aber ich glaube, sie ist dann auch, also ich habe das Gefühl, dass sie wirklich fokussiert ist und dann hört sie die Glocke und dann kann es losgehen. Braucht sie eine gewisse Routine, dass man sagt, meine Güte, gerade eben, wenn so ein Event kommt, kann man gar nicht irgendwie von 0 auf 100 starten, sondern dass man so ein bisschen im Turniergeschehen drin ist, um, wenn dann ein ganz großes Championat kommt, dass man eben aus dieser Routine auch im Endeffekt so ein bisschen partizipieren kann? Auf jeden Fall. Das finde ich auch wichtig, dass man sich als Pferd oder dass ich das Pferd eben noch immer weiter besser kennenlerne, das Pferd nicht. Da gibt es, finde ich, nie einen Endpunkt, wo man sagt, so jetzt kenne ich das Pferd perfekt und das Pferd kennt mich perfekt. Das geht immer weiter, das ist ein andauernder Lernprozess. Und ich finde es unheimlich wichtig, dass man dann, ja, wenn es auf ein Championat zugeht, halt noch weiter zu Turnieren fährt und vielleicht gar nicht immer die ganz schweren Springen reitet, aber auch mal wieder ein kleines Springen, sodass die Pferde auch wirklich Spaß an der Sache haben. Hat Catch Me gewisse Vorlieben, dass du genau weißt, meine Güte, das sind so Punkte, da kriege ich Catch Me eigentlich immer, weil das ist das, was sie gerne hat und was man vielleicht auch so ein bisschen ritualisiert, um einfach es ihr gut gehen zu lassen? Ja, also ich muss nur auf eine grüne Grasfläche zusteuern. Die wir momentan wenig haben aufgrund der Sonne. Genau, ja. Aber dann ist sie kaum noch zu halten. Also sie ist wirklich sehr unkompliziert, aber wenn sie Gras sieht, dann hat sie ihren eigenen Kopf. Und dann zieht sie dich schon mal bis zum nächsten Gras weg. Macht genau. Man das auf dem Turnier, dass man dann auch zwischendurch dann einfach mal sagt, meine Güte, so eine Turnierbox, die ist einfach öd. Man geht zwischendurch einfach ein bisschen und guckt, ob man ein bisschen Gras findet? Auf jeden Fall, wenn es die Möglichkeit gibt, immer. Also ich finde es toll, wenn die Pferde ganz viel sich bewegen können, wenn sie Gras fressen können und eben auch nicht nur Box und Reiten, sondern das andere drumherum, das finde ich persönlich fast noch wichtiger. Wie ist das beim Outfit? Ich kann mich im Übrigen auch an Münster dran erinnern. Da kam Mutter einmal ganz kurz vorbei und musste einmal so ein bisschen am Outfit, ich glaube, da war der Stirnband, glaube ich, nicht richtig ähnlich. Hat sie ein besonderes Outfit oder legt man bei Catch Me auf besonders Sachen Wert, wo man sagt, Mensch, das ist ganz wichtig bei ihr? Gut, sie hat immer ihre normalen Turniersachen, die eben auch nur fürs Turnier genutzt werden. Und Pauline, meine Pflegerin, die flechtet sie immer ganz toll ein. Und dann hatte ich letztes Jahr zu Weihnachten, hatte ich von Mama so Glitzerbändchen bekommen, quasi zum Einflechten. Und dann sind wir damit angefangen, dass wir immer nur einen Zopf mit dem Glitzerbändchen, immer ein anderer, ausgestattet haben. Und dann haben wir so rausgefunden, so welche Glitzerbändchen Glück bringen. Da bin ich auch ein bisschen abergläubisch, muss ich sagen. Und jetzt haben wir einen gefunden, der uns anscheinend Glück bringt. Und der wird dann immer nur bei den schweren oder wichtigen Springen benutzt. Und das ist tatsächlich die nächste Frage gewesen. Ich kriege das ab und zu mit bei Reitern. Noch beim Hamburger Derby hat einer mir ganz erzählt, er muss mit dem linken Bein als erstes aus dem Bett stehen, er muss die und die Hose tragen, er muss das Hemd tragen. Wie ist das mit Aberglauben oder wie ist das mit Glücksbringern? Gibt es da so Punkte, wo du sagst, Mensch, das ist auch ein Ritual, was man macht, um einfach nichts ausgeschöpft lassen, alles ausprobieren, um am Ende glückvoll zu sein? Da bin ich auch ganz besonders oder speziell. Also ich, da wirklich, was Aberglaube angeht, da bin ich echt speziell. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr vor der Europameisterschaft hat meine Tante mir ein Armband gemacht, so ein ganz buntes mit Perlen und hat zu mir gesagt, das ist dein Glücksarmband. Da habe ich das mit zur Europameisterschaft genommen und dann hat es ja auch echt gut geklappt. Und seitdem ist es mein Glücksarmband und das benutze ich aber nicht zu oft, also wirklich nur, wenn es wichtig ist, weil ich habe zu ihr gesagt, das Glück muss ja auch noch drinnen bleiben und das darf ich ja nicht verschwenden. Genau. Glück kann sich ab und zu abnutzen. Genau, okay. Und dann hat sie schon zu mir gesagt, sie könnte mir auch, wenn das abgenutzt wäre, ein neues machen. Dann habe ich gesagt, nein, neues möchte ich nicht. Ich möchte das haben. Wie ist das gerade so mit neuen Sachen, wenn zum Beispiel Sponsor oder auch Ähnliches sagt, meine Güte, wir haben eine ganz, ganz eine neue Kappe und Ähnliches. Und man weiß immer, Mensch, die alte Kappe, die hat mir immer besonders viel Glück gebracht. Ist das auch so ein Punkt, was man dann eigentlich nicht so gerne eigentlich weggibt? Ja, das ist bei mir schon so. Ich denke erst so, ach Mist, so irgendwie. Ja gut, dann ist das aber eben so und da muss man sich da eben reindenken in die neue Kappe beispielsweise, die dann ja auch wieder toll aussieht. Und dann denkt man, okay. Und wenn es dann geklappt hat, dann bringt die auch Glück.
Pferde im Endeffekt auch schon, oder einige Pferde hast du schon in deinem Leben am Reiten im Da müssen wir erstmal mit den Ponys einfach mit anfangen, mit Jerome, mit denen du erfolgreich Medaillen bei den Europameistern warst. Du warst mit Jenny, hattest du mit dem Pony dann auch noch Medaillen, mit Nifrande Kreisker. Welche Pferde waren es so, wenn du mal so rückblickst in deiner Karriere, die dich besonders beeindruckt haben, die dich besonders auch beeinflusst haben, nachhaltig beeinflusst haben? Welche waren das und was war bei denen besonders? Ja, ich muss sagen, in meinem Leben durfte ich schon ganz, ganz tolle Ponys und Pferde reiten. Mein absolutes Top-Pony war Jerome. Mit dem bin ich 5 Europameisterschaften geritten. Ich glaube, das hat kaum ein Reiter geschafft, mit demselben Pony 5 Europameisterschaften. 4 Medaillen gewonnen, 2-mal deutsche Meisterin geworden. Also das war Wahnsinn. Das war ein ganz, ganz besonderes Pony. Der hat mich so für mich auch so in den Sport richtig reingebracht. Und ja, ich könnte jetzt ehrlich gesagt viele aufzählen. Ich hatte dann eine ganz tolle Stute, die leider aber dann immer verletzt war. Die ist aber jetzt noch bei uns zu Hause in der Familie und ist jetzt Zuchtstute. Also Familie Klapphacke ist jetzt auch bei der Pferdezucht angekommen. Genau, ob erfolgreich oder nicht. Aber dann hatte ich einen ganz tollen Hengst, Qualdandro, den ich reiten durfte, der leider zu früh uns verlassen hat wegen Kolik. Nifrande Kreisger, mit der ich eine Einzelmedaille auf der Europameisterschaft gewonnen habe und auch Europameisterin gewonnen bin, wie auch mit meinem Pony Jerome. Mhm. Dann hatte ich ein ganz tolles Pferd, den Kinsey, Silverstone, Catch Me. Also ich glaube, ehrlich gesagt, von den Pferden, die ich reiten durfte, könnte ich jetzt kaum eins nennen, waren alles tolle Pferde und haben mir alle viel beigebracht und ja, weiß ich bis heute zu schätzen, dass ich auch so viele tolle Pferde reiten durfte. Ab und zu muss man sich dann auch von einem Pferd verabschieden. Dann kommt es auch, dass man, du hast vorhin gesagt, dann ist einfach der Lebensabend dann einfach deines Pferdes. Wie geht Laura Klapphake oder wie ging Laura Klapphake mit solchen Schmerzen um? Das ist jeder, der es mal miterlebt. Das sind einschneidende Erlebnisse und das ist hart. Wie hast du das erlebt und wie hast du das verarbeitet? Also für mich persönlich war das immer ganz, ganz hart, weil ich sehe das Pferd nicht nur als Sportpartner. Für mich ist das ein Freund und wenn ich mal schlechte Laune habe, gehe ich auch mal in den Stall. Das war echt schon hart immer, aber was soll man machen? Das Leben geht weiter und ich weiß, die Pferde, die dann weggegangen sind, die haben ganz tolles neues Zuhause bekommen und dann fällt einem das natürlich schon ein bisschen leichter. Aber ja, ich muss immer noch oft an die tollen Pferde denken, muss ich sagen. Die Gefühlsebene ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige bei Laura Klapphake. Ist das so, dass du da auch Wert drauf legst, dass du eine gewisse Harmonie vielleicht auch brauchst in deinem Umfeld, damit du überhaupt auch zu diesen Erfolgen, die du einfach auch schaffst, einfach auch in der Lage bist? Ja, für mich ist es unheimlich wichtig, dass das Pferd mich auch als Freund sieht und nicht so nach dem Motto, oh, da ist sie ja wieder, jetzt springen wir. Für mich ist das eher andersrum. Oh, da ist sie ja wieder, jetzt gibt's wieder Zucker und jetzt gehen wir springen oder so. Und genau das gleiche Gefühl habe ich auch. Zum Beispiel, wenn ich in den Stall komme, das Erste, was ich mache, ich gebe allen Pferden Zucker. Und die wiehern auch wirklich so lange, bis sie Zucker bekommen. Also da habe ich die auch schon, ehrlich gesagt, zu doll verwöhnt. Aber ich finde das unheimlich wichtig. Auch zum Beispiel das Catch Me, die kenne ich seit 4 Jahren. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man ein Pferd bekommt. Man reitet, das Pferd ist vielleicht schon älter und man kann direkt großen Preis reiten. Aber man kennt sich natürlich nicht so, als wenn man das Pferd schon lange hat. Man meint, wenn man bei dir auch in den Stall geht, war ja vorhin auch zwischendurch, das seien Giraffen, weil die strecken wirklich so lang den Hals dann da rein, dass sie also wirklich so danach gehen. Und dann kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich weiß, auf was die warten. Wenn man im Reitsport unterwegs ist, dieser Reitsport ist ganz komisch, das ist Familiensport. Nicht nur deshalb, weil Familien das machen, sondern weil man einfach mit der Familie einfach auch viel unterwegs ist. Gerade an den Wochenenden, wenn Turnier sind, ob Meisterschaften oder was auch immer. Und das ist als junger Mensch aber auch nicht nur einfach, sondern dadurch kommen auch manchmal so Spannungen. War das bei euch auch? Oder wie bist du damit umgegangen, wenn so in der Pubertät viel mit den Eltern im Endeffekt auf einem Fleck dann im Endeffekt auch auf Turnieren zusammen ist? Genau, ja, Mama und Papa sind meine Trainer. Da gibt man natürlich schon mal schneller Widerworte, als wenn jetzt jemand Fremdes der Trainer wäre.
Aber ich muss sagen, wir haben uns immer wieder gut zusammengerafft und einen richtig großen Streit gab es eigentlich nie. Klar gibt es mal bestimmt ein bisschen Uneinigkeiten und Unstimmigkeiten. Der eine ist mal der Meinung, der andere der Meinung, aber ich glaube, das ist ganz normal. Also deshalb, ich finde das schon toll. Wir halten unheimlich gut zusammen und stehen alle dahinter. Meine Oma und mein Opa genauso. Und ja, dann macht das natürlich schon Spaß. Wenn du, das vorhin gesagt, Papa und Mama trainieren dich, wenn du zum Beispiel, fangen wir mit Papa an, wenn du Papa mit ganz wenigen Worten charakterisieren musst, was wären so die Punkte, wo du sagen würdest, Mensch, das ist Papa? Perfektionistisch, super ehrgeizig, aber immer fair und nicht nachtragend, gar nicht nachtragend. Sehr positiv. Was ist bei Mutter, wenn du deine Mutter ebenfalls so mit drei Worten auch charakterisieren dürftest? Was wären das so die? Auch sehr ehrgeizig, ja. Sehr talentiert, was das Reiten angeht und wie sie einem was vermitteln kann. Und sie kann auch einfach immer mit mir mitfühlen, weil sie die Pferde, die kennt die in- und auswendig. Und das ist vielleicht noch mal was anderes, wenn man die Pferde selbst mitreitet. Und ich kann mir auch immer noch ein letztes Wort mitgeben und ja, schon toll. Wenn du jetzt sagst, meine Güte, das sind so die Charaktereigenschaften meiner Eltern und dann sagst, meine Güte, und das sind die Charaktereigenschaften, die ich von meinen Eltern geerbt habe, gibt es da Überschneidung? Ich bin Perfektionistische vielleicht? Ja, das wäre vielleicht. Ich bin ein bisschen ungeduldig manchmal. Mhm. Also ich bin dann so, es muss klappen und dann bin ich vielleicht auch schon zu ehrgeizig dann manchmal. Aber gut, aus Fehlern lernt man manchmal auch. Das gehört eben auch dazu. Ja. Aber ich glaube, wir ergänzen uns echt gut. Mama, Papa mit Frank ist Lothar, der kommt dann regelmäßig zum Training. Tjark Nagel hilft dann nochmal auf Turnier. Und ja, so sind wir zusammen ein tolles Team. Das macht schon Spaß. Jetzt besteht dieses Team, das vorhin schon gesagt, nicht nur aus Mama und Papa, nicht nur Oma und Opa, die auch mitfühlen, sondern auch noch, es ist eine große Familie, du hast noch zwei Brüder. Und wie war das? Du bist die Älteste. Du bist eigentlich diejenige, die so den Ton angeben müsstest. War das so oder war das eigentlich eher anders, dass die Jungs irgendwie so ein bisschen versucht haben, den Ton anzugeben bei euch zu Hause? Also woran ich mich noch erinnern kann, ja, erst konnte ich den Ton angeben, aber irgendwann, als sie dann größer wurden, musste ich mich mehr durchboxen. Aber nee, wir drei haben uns immer schon echt gut verstanden. Enno reitet ja auch ganz toll und ist motiviert. Felix, der Mittlere, der reitet gar nicht, aber spielt super gut Fußball, hatte schon Fußballstipendium in Los Angeles, ist jetzt gerade in Mexiko, macht dann Auslandssemester und ja, wir verstehen uns einfach echt gut. Du hast schon gesagt, der Ball generell, der spielt bei euch eigentlich auch eine große Rolle. Enno spielt gerne Fußball, du hast intensiv auch Handball gespielt. Was hat dir dieser Sport, wenn man Handball kennt, dann weiß man, das ist auch ein körperbetonter Sport eigentlich auch schon. Hat er dir auch ein bisschen was mitgegeben für den Reitsport? Ja, ich habe Handball gespielt, ich glaube fast 15 Jahre. Es fehlt mir bis heute noch, muss ich sagen, aber ich habe halt leider einfach keine Zeit mehr dafür. Aber gerade auch, weil es ein Mannschaftssport ist, habe ich unheimlich viel schon von klein auf gelernt. Wenn man zur Mannschaft gehört, gehört man auch zur Mannschaft. Und auch in guten und wie in schlechten Zeiten. Und das, finde ich, kann man auch ein bisschen auf das Pferd beziehen. Also man ist mit dem Pferd auch ein Partner, ein Team. Und wenn der Mannschaftspartner mal nicht so gut drauf ist, zum Beispiel, wie das beim Pferd auch mal der Fall sein kann, dann ist das so. Und das akzeptieren. Da, genau. Und ja, Handball war eine tolle Zeit, aber es ist ein brutaler Sport. Das schon hart, schon ja, hart. Ja. Schon hart. Jetzt wurden uns gleich auch schon gleich mal wieder ein paar Fragen von unseren netten Zuschauern reingereicht, die fleißig an unserem Gewinnspiel mit Efol mitmachen. Und die fragen nach, was dein Lieblingsturnier ist. Aachen, so. Ganz klar. Also, muss man unterstreichen. Ja. Vorbild? Gibt's Vorbilder, wo du sagst, meine Güte, das ist so einer, ein Vorbild, wo ich so ein bisschen dem nachstrebe? Wen ich sehr bewundere, sind meine Eltern, wie die alles managen, zu denen ich echt immer hochschaue. Und was das Reiten angeht, könnte ich viele Namen nennen, aber ich sage jetzt mal Markus Ehning. Sieht immer so einfach aus und ja, Wahnsinn, wie er das immer macht. Die nächste Frage, welches Pferd würdest du reiten wollen, wenn du dir eins aussuchen könntest? Wahrscheinlich von all den Pferden, die uns bekannt sind. Catch me.
Ich hätte gerne mal den Big Star geritten. Oh ja. Den hätte ich gerne mal geritten. Ich habe jetzt meine Zuchtstute hat, oder unsere Zuchtstute mhm. hat jetzt einen Big Star Fohlen dieses Jahr bekommen. Okay. Ganz süßes Fohlen. Toll. Ja. Du hast es vorhin schon einmal angesprochen, dass wir zum Entspannen lernst, was ich mir damals hätte nie vorstellen können. Ich ziehe den Hut vor dir, das muss ich ganz ehrlich sagen, wie du es geschafft hast, nicht nur sportlich so erfolgreich zu sein, sondern wie du es geschafft hast, deine schulische Laufbahn und dann auch im Weiteren dein Studium mit dem intensiven und hochklassigen Sport zu vereinen und zu vereinbaren. Wie hast du das gemacht? Manchmal muss man sich motivieren oder man muss sich sehr, sehr häufig motivieren, nicht nur für den Sport, sondern auch für die Schule. Was hat dich da bewogen, einfach das so knallhart und sehr, sehr stark durchzuziehen? Also ich muss sagen, ohne Mama und Papa würde das überhaupt nicht gehen. Mama reitet meine Pferde mit und wenn ich mal Klausurenphase habe oder zur Uni muss, dann ist es mal okay, wenn ich mal nicht im Stall bin, sonst würde das ja überhaupt nicht funktionieren. Also das war erstmal eine große Hilfe und Ehrgeiz. Auch wenn man manchmal wirklich gar keine Lust hat, sich hinzusetzen und zu lernen. Aber da muss man sich nachher auch wieder die Frage stellen, okay, wofür mache ich das? Was habe ich davon? Und dann denkt man doch, okay, es macht alles Sinn, dass ich das mache. Und wenn man es dann am Ende in der Tasche hat, so meinen Bachelorabschluss habe ich ja jetzt schon, ist das auch ein tolles Gefühl. Und dann weiß man auch, wofür man die ganze harte Arbeit gemacht hat. Würdest du das anderen Reitern, jüngeren Reitern auch empfehlen? Ich sage, meine Güte, konzentriere dich nicht nur auf das Reiten, mach das andere auch. Auch, weil es einem manchmal vielleicht auch ein bisschen den Druck aus dem Sport nimmt, dass man eben nicht im Sport nur erfolgreich sein muss, wenn man in der Tasche vielleicht noch einen anderen Abschluss hat? Auf jeden Fall. Ich sag, zu allen kann ich nur sagen, die eben die Möglichkeit haben, das zu kombinieren, würde ich auf jeden Fall zu machen. Weil wenn man was hat, danach kann man ja immer noch reiten, wenn man möchte. Und was ich besonders wichtig finde, das merke ich jetzt auch so während des Lernens immer, dass das Reiten eben meine Leidenschaft bleibt. Und ich möchte jetzt, und ich muss jetzt nicht sagen, ich muss mit den Pferden mein Geld verdienen. Nein, ich gehe reiten, weil es mir Spaß macht. Und das Reiten ist die Belohnung nach dem Lernen. Und das finde ich unheimlich wichtig, dass einem der Spaß dabei bleibt. Und dadurch vielleicht auch der Erfolg leichter kommt vielleicht, als wenn es am Ende dann vielleicht doch auch ein Muss ist. Dennoch, die Erfolge, die du in der letzten Zeit gehabt hast, das war kometenhaft, das war unglaublich. Hat man davor einfach auch mal zwischendurch Angst, dass man sagt, meine Güte, was passiert, wenn es mal nicht so steil bergauf geht? Was passiert, wenn es einfach mal nicht so läuft, wie es einfach momentan läuft? Ist das auch eine gewisse Form der Angst, die man zwischendurch mal hat? Also ich muss sagen, die letzten 2 Jahre, die hätte ich mir nicht so erträumen lassen können. Das war der Wahnsinn. Aber man muss natürlich auch auf dem Boden bleiben und realistisch bleiben. Und der Sport hat einfach seine Höhen und Tiefen. Und ich habe letztens schon mal gesagt, ich warte eigentlich, das heißt ich warte, aber irgendwann geht es auch mal wieder die andere Richtung, was dann natürlich gerade nach so tollen Jahren besonders schwer ist. Aber das ist einfach der Sport, das macht den Sport ja am Ende auch so interessant. Und ich glaube, dann ist es gerade das, dass man aus den Fehlern lernt und dann wieder aufsteht. Das ist, glaube ich, das Entscheidende am Ende. Und ich glaube, wenn man dem realistisch ins Auge schaut, dass das einfach immer wieder kommen kann, dann ist es auch nicht schlimm, wenn es dann mal eintritt. Nee, ich meine, die Pferde sind keine Maschinen, ich bin auch keine Maschine und das letzte Quäntchen Glück muss auch einfach immer dabei sein. Das kann auch mal fehlen und ja, es gibt viele Faktoren, die zusammen eine große Rolle spielen und da wollen wir momentan nicht dran denken. Wir wollen weiterhin ja. die tollen Erfolge genießen. Dein Paten, Lebensgefährt Patrick Döller, der ist nicht nur selber auch ein erfolgreicher Reiter, sondern darüber hinaus managt er auch noch einen großen Stall. Das heißt, wenn man sich das so temporär, so zeitlich vorstellt, der ist viel unterwegs, du bist viel unterwegs. Wie managt ihr das, dass ihr sagt, meine Güte, wann hast du mal Zeit oder wann hast du mal Zeit, um so eine Partnerschaft dann auch zu pflegen? Ja, ich bewundere das, dass er mit seinen 28 Jahren schon jetzt seit ein paar Jahren selbstständig ist und alles selbst auf die Beine gestellt hat. Und das stimmt schon, er ist viel unterwegs, ich bin viel unterwegs, auch oft auf verschiedenen Turnieren. Da ist das nicht so einfach, da muss man die Zeit schon gut einplanen und so die Montage, Dienstage, die sind dann immer ganz wertvoll, die Zeit an den Tagen. Und ja, wenn man das will, dann geht das auf jeden Fall. Dann sucht man oder muss man sich die Zeit auch einfach mal schaffen und eben Prioritäten setzen. Bist noch nicht ganz in dem Alter, aber trotzdem, irgendwann kommt das auch mal, dass du da auch mal irgendwie Gedanken machst, wie es ist, mit einer Familie zu haben. Und
Wie würdest du es ähnlich machen, wenn du selber auch Kinder hast, dass du sagst, meine Güte, so ähnlich würde ich sie auch an den Sport heranführen, so ähnlich würde ich ihnen auch so diese Leidenschaft des Sports nahebringen, oder würdest du es anders machen? Also ich muss gestehen, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber ich finde es toll, wie meine Eltern das mit mir gemacht haben, so an was ich mich erinnern kann. Wenn ich wollte, konnte ich zum Beispiel reiten, aber wenn ich keine Lust hatte, dann nicht. Und Mama und Papa haben immer gesagt, die Freunde gehen vor und alles geht vor, weil Reiten nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch. Aber da passiert es ja auch schnell mal, dass man alles andere vernachlässigt, die Schule oder Freunde. Und ja, so haben sie mir immer den Rücken gesteckt und haben immer gesagt, es geht vor, wenn du reiten möchtest, wir unterstützen dich. Und dann auch damals schon hat Mama meine Ponys geritten und das weiß ich auch einfach sehr zu schätzen, dass ich eben so diese Möglichkeiten habe oder hatte. Sonst weiß ich auch nicht, ob ich heute da stehen würde, wo ich jetzt stehe. Ich glaube oder bin mir sicher nicht. Unsere Zuschauer stellen uns noch weiterhin hoffentlich intensiv Fragen, denn gerade damit haben sie die Chance, eben auch noch ganz, ganz tolle Effol-Produkte hier zu erwerben. Und eine Frage, die für mich noch ganz wichtig ist, wenn wir einen Sponsor hätten, der sich mit Reitsport gar nicht auskennt. Mhm. Und du müsstest ihm mit wenigen Worten unsere Vorzüge unseres Sportes erklären. Also du sagst, also meine Güte, das, was Reitsport nicht nur für mich wichtig ist, sondern was unseren Sport einfach unglaublich viel ausmacht, wären besondere Punkte. Welche Punkte wären das, um diesen Mann von unserem Sport zu begeistern? Ich finde, das ist ein sehr gefühlvoller Sport. Man arbeitet mit einem Tier zusammen. Ich finde, das macht gerade den Sport so interessant, dass es eben die Teams gibt zwischen Tier und Mensch. Und es ist nichts vorhersehbar, es ist nichts planbar. Ich finde, Pferde sind wundervolle Tiere, ganz intelligente Tiere mit einem riesengroßen Herz. Und wenn man sich gut um sie kümmert, dann geben sie alles zurück, was sie zurückgeben können. Und ja, es ist einfach toll. Es macht jeden Tag wieder Spaß, in den Stall zu kommen. Es ist, wie gesagt, jeden Tag was anderes. Und man hat viel mit Leuten zu tun, man lernt immer wieder neue Leute kennen und ja, also mir machen die Pferde einfach immer wieder jeden Tag Spaß. Eine tolle Basis eigentlich auch für die Zukunft, gerade weil die natürlich diese hochtechnisierte Zukunft, in der wir leben, mit dem Pferd und mit dem Lebewesen umzugehen, eine tolle Basis ist. Wo glaubst du, unser Sport, wo wird er in 10 Jahren sein? Wird er vielleicht den gleichen Stellenwert haben, höheren Stellenwert haben? Wird er moderner werden? Kannst du dir vorstellen, wie Reitsport oder Springsport in 10 Jahren aussehen kann? Schwer. Also ich glaube, man muss aufpassen, wie du schon sagtest, durch die ganze Technisierung, dass man nicht am Ende das Pferd quasi nur noch in die Maschine stellt und alles automatisiert hat und dass man sich gar nicht mehr mit dem Pferd beschäftigt. Das, finde ich, ist eigentlich die Gefahr. Das muss immer weiter aufrechterhalten bleiben, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, das macht für mich den Sport eigentlich aus, wie man mit seinem Pferd umgeht. Und also ich finde, das merkt man, wie die Reiter mit dem Pferd umgehen und was die Pferde zurückgeben oder wie die Pferde für einen mitkämpfen. Und das, finde ich, ist schon entscheidend. Und gut, was ich total interessant finde, wie es zum Beispiel mit dem Hindernisbau weitergeht, was sich Leute da einfallen lassen. Ich glaube, dass es schon interessant werden kann, aber so kreativ bin ich jetzt nicht, dass ich da in die Zukunft schauen könnte. Aber das ist schon interessant, dass du gesagt hast, meine Güte, wichtig ist, dass eben auch gerade diese Beziehung zu dem Pferd einfach eine ganz, ganz wichtige ist. Wenn man Sachen verändern müsste in der Darstellung unseres Sports in der Zukunft, um einfach auch noch interessanter vielleicht für andere zu werden, wäre das so ein Punkt, wo du sagen würdest, Mensch, da müsste man ansetzen, das müsste man Leuten, die nicht so ein großes Wissen unseres Sports haben, denen das mal nahe bringen, damit die das mal mitbekommen? Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch mal interessant, wenn man mal zum Beispiel ein Pferd mal einen Tag lang begleitet. Mhm. Mal zu sehen, zum Beispiel vorm Reiten, dann bekommen sie eine Magnetdecke und dann kommt nochmal Physiotherapeut. Und also ich würde jetzt sagen oder behaupten, meine Pferde werden mehr betütelt als ich zum Beispiel. Also das finde ich schon toll, wenn man das mal... Das soll ich aber mit Patrick Dönitz. Nee, also ich finde das schon für mich sehr interessant und ich glaube auch, dass das viele Leute auch staunen würden, was wirklich alles für die Pferde gemacht wird. Und ja, die sind einfach die Superstars. Die Pferde sind die alles möglich machen, genau, die Helden. Und ja. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen bekommen. Hast du ein Lebensmotto? Ja, habe ich. Sehr gut. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Sehr gut.
Wir haben Handball. Wenn ich Zeit habe, treffe ich mich super gerne mit Freunden, mit meinen Freunden, die ich seit dem Kindergarten treffe oder kenne. Und ich mache auch gerne sonst Sport. Ich gehe joggen, gehe mal ins Fitnessstudio, sowas. Aber wie gesagt, die Zeit ist schon knapp. Ist es wichtig, dass du auch sagst, meine Güte, wir verlangen unseren Pferden so unglaublich viel ab, Sportliches. Da müssen wir mit gutem Vorbild im Endeffekt auch gehen und müssen selber auch einfach hochleiten. Ich finde, ich als Reiter bin und nicht jetzt am Tag vorher Party mache oder sonst. Also ich finde das sehr, sehr wichtig. Am Ende sind die Pferde Hochleistungssportler, aber wir Reiter im Prinzip auch. Es ist jetzt nicht ein Sport wie Leichtathletik. Da sind natürlich ganz andere Anforderungen an den Sportler, aber doch auf jeden Fall finde ich wichtig. Es wird auch gefeiert, es muss im Übrigen auch gefeiert werden, wie du sagst, damit man eben auch mit Freunden dann einfach auch Spaß hat. Hat man das Gefühl dennoch, dass gerade auch eben bei den Jüngeren, du kannst schon fast so ein bisschen auf die so ein bisschen runterschauen, weil du aus diesem Alter schon so ein bisschen raus bist, dass einige das schon auch begriffen haben, dass es einfach auch mit Disziplin einfach auch unser Sport viel zu tun hat? Ja, wie du gerade schon sagtest, man muss auch feiern und man muss auch Spaß haben, aber man muss, finde ich, im entscheidenden Moment muss man wissen, so jetzt reicht's, jetzt steht morgen was Wichtiges an und heute gehen wir mal nicht feiern. Und dafür kann man dann wieder umso mehr feiern, wenn vielleicht, ja. Eine Frage wird noch gestellt, was darf nie fehlen, wenn du auf Turnier bist? Leckerlis und Zucker. Also das Witzige war, ich hatte dann seit Anfang des Jahres eine neue Pflegerin und dann sind wir nach Spanien gefahren und dann habe ich sie gefragt, ob sie denn Zucker und Leckerlis eingepackt hätte. Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, genug auch. Und hat sie gesagt, ja, ich weiß gar nicht mehr, 2 Packungen oder so. Und dann habe ich gesagt, nee, für 3, das reicht nicht aus. Und dann habe ich noch mehr eingepackt und dann nach Spanien ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, Laura, jetzt habe ich auch verstanden, warum du so viel Leckerlis mitnehmen wolltest. Jetzt gibt es natürlich so klassisches, es gibt immer so ein Speed-Interview. Ich gebe 2 Antworten schon vor. Ja. Ich gebe 2 Antworten schon vor und du musst im Endeffekt sagen, welche von den beiden eigentlich eher passt bei Laura Klapphake. Bandage oder Gamasche? Bandage. Ah, beides. Ja, kommt drauf an. Ja. Schepp oder Stiefel? Stiefel. Stiefel? Ja. Also Stiefel finde ich eleganter, Schepp im Training sehr bequem, aber Stiefel finde ich schön. Konnte eher der Stiefel. Ja. Handschuh oder ohne? Handschuh. Ja. Klassischer Handschuhreiter. Ja. Es darf nicht losgehen, wenn auch. Wenn der Handschuh fehlt. Lammfell oder Gilpet? Lammfell. Lammfell, der Klassiker. Rasen oder Sand? Sand. Außer Aachen jetzt. Es gibt halt auch tolle Turniere auf Gras, muss ich auch sagen. Ist aber schwer. Aber grundsätzlich ist es sonst lieber Sand. Ja, ich glaube schon. Ochse oder Stall? Stall. Morgens oder abends? Morgens. Reiten. Morgens? Ich bin lieber Frühaufsteher. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Jetzt gehen wir ein bisschen weg vom Reiten. Und Nordsee oder Südsee? Also ich finde beide schön, obwohl ich die Nordsee gar auch sehr, sehr gemütlich finde. Auch so in der Herbstsaison. Mhm. Kann ich nicht sagen. Beides. Nordsee und Südsee. Cabrio oder Kombi? Cabrio. Warum sollst du mit einem Kombi durchgehen? Schimmel oder Braun? Braun. Schimmel ist auch toll, aber nur wenn er weiß ist. Aber eigentlich so richtig, Laura Klapphake und Schimmel waren nicht so richtig häufig eigentlich. Ne? Nee, ich glaube 2 Schimmel hatte ich mal. Nee, so richtig Schimmel nicht. So richtig Obwohl, Schimmel. Wenn Schimmel weiß ist, dann sieht das auch schon toll aus. Sieht das auch schon toll aus. Die meisten Fragen gestellt, die meisten Fragen ganz, ganz toll beantwortet. Ich hoffe, dass die Akteure passend mitgemacht haben, um hier nämlich auch noch fleißig zu gewinnen. Ob du es natürlich auch noch was da mit deinem Kläffen hier gewinnst, das weiß ich nicht.
Und die werden im Übrigen ausgelost, die werden noch passend gezogen. Da werden die Leute dann auch noch passend wahrscheinlich auch bestückt. Du im Übrigen, du hast es schon auch mitbekommen, auch mit einem riesen Äffeleimer. Du hast dir schon die tollsten Sachen ausgesucht und hast gesagt, ganz tolle Produkte. Wir möchten uns ganz recht herzlich bei dir bedanken. War unglaublich interessant, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir alle, die ganze Klippehorstschaft wird ganz feste die Daumen drücken, dass ihr ganz, ganz erfolgreich seid. Und ob ihr mit Medaille wiederkommt, wir würden uns riesig freuen oder nicht, egal. Wir drücken uns ganz, ganz fest die Daumen. Recht herzlichen Dank, Laura. Dankeschön, war ein toller Abend. Weiter geht's im Übrigen natürlich auch mit Kim Klippehorst zu Gast. Beim nächsten Mal sind nicht die Springreiter wieder dran, sondern die Dressurreiter. Aber auch liebe Springsportfreunde, ihr müsst euch nicht grämen. In einem Monat freue ich mich auch wieder, einen hochinteressanten Partner an meiner Seite zu haben. Recht herzlichen Dank und einen schönen Abend weiterhin.